Dann hier mal zickzack, vielleicht komme ich ja um den Gegner rum. Und jetzt kommt natürlich keiner. Okay, das funktioniert schon mal. Dann gehen. Ja, genau. So, das Honey Pudding darf zuerst dran glauben. So, schnappen wir uns das Item da draußen. Ein Magisterwappen. Die zwingen uns sogar mal zum Heilen. Die zwei Dragoner. Bevor wir allerdings dann in die obere Ebene gehen mit dem Aufzug, würde ich noch schnell die Kristallpunkte ausgeben. Da haben wir doch jetzt 20.000 aufgespart. Gut, bis dahin haben wir noch ein bisschen. Wir schauen hier mal rein. Ja, wir gehen auch auf die mittlere Plattform. Das heißt, ich aktiviere einmal den Schalter hier. Und nochmal. Damit gibt es ein Item und auf der anderen Seite noch einen Schalter für den nächsten Raum höchstwahrscheinlich. Wir schnappen uns zuerst das Item. Der dreht jetzt das so. Wo wollen wir denn zuerst hin? Beziehungsweise. Nö, das drehen wir jetzt einfach nochmal und dann steht es eigentlich so, wie wir es brauchen. Genau, perfekt. Dann drehen wir da zurück. Drehen die Kammer wieder zweimal. Und dann können wir da gleich durchlaufen. Ich hoffe, ohne Kampf vielleicht. Ach komm.
Jo, das Sahne-Pudding darf wieder zuerst dran glauben. Okay, dann gehen wir da raus, schnappen uns das Item. Dann suchen wir gleich die Wände noch kurz ab. Dann nicht nur irgendwas herumflattert. So wie da. Ja, perfekt. Kittel, naja, da haben wir jetzt auch schon einiges. Wir haben schon knapp 100.000. Aber zur Not könnte man die Münzen auch um, also beziehungsweise die Gil auch in Münzen umtauschen. Wenn wir unbedingt noch ein Ur-Artefakt bräuchten. Weil bis auf ein paar Waffen, denke ich, werde ich mir nicht allzu viel kaufen. Eventuell noch ein paar Monsterkomponenten, aber die sind jetzt auch nicht so teuer. Vor allem die wichtigen, die man bräuchte, die kann man sowieso nicht kaufen. Oh, Noel, wir dürfen mal wieder heilen. So, wir schauen noch mal kurz auf die Wand da. Aber schaut ganz gut aus soweit. Das Item da vorne holen wir uns noch. Dann müssen wir eigentlich schon wieder alles erledigt haben und wir könnten in die letzte Kammer hier. Und dann dürfen wir den ganzen Weg noch mal zurücklaufen. Schnappen wir uns das Item, wenn das funktioniert. So kann es funktionieren. Jawohl. Eine Ampulle Phönixblut. Das würde mich mal interessieren, was das jetzt ist. Heilt Kampfunfähigkeit eines Gefährten, volle TP-Auffrischung erteilt Host. Oh, das hört sich nicht schlecht an. Bestimmt arschteuer, wenn man sowas kaufen könnte. Okay, schauen wir mal hier rein. Habe ich übrigens noch nicht gesehen bisher, egal in welchem Final Fantasy. So eine Ampulle Phönixblut ist mir neu, ehrlich gesagt.
Okay, schauen wir uns kurz noch in dem Raum um. Nicht, dass hier noch irgendwas versteckt ist. Nö, schaut jetzt erstmal nicht danach aus. Von dem her drücken wir mal hier ein paar Knöpfe und mal schauen wir, was passiert. Okay, wir bekommen noch eine Zugangskarte. Die Portale von Augusta aus dem Akademie-Datennetz. Im aktuellen Jahr JS200 gibt es im Turm von Augusta zwei Portale. Die Besonderheit eines der Portale ist, dass es in einen virtuellen Raum in dem KI-Hauptrechner führt. Um dieses spezielle Portal zu aktivieren, muss man auf die oberste Ebene des Turms gelangen und dort auf den KI-Kern zugreifen. This is the last key. Next up, the very top floor. Okay, dann machen wir uns auf den Weg noch ganz oben. Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Aber, wie schon gesagt, das ist wahrscheinlich alles KI und hat gar nichts mit dem echten Kaios und der echten Yule zu tun. Würde auf jeden Fall kaum zur Verwirrung beitragen. Naja. Bin gespannt jetzt, was auf der obersten Ebene passiert, wenn wir da mal hinkommen. Müsste mal schauen, nicht dass uns die Polymorph-Chips überlaufen. Wir sonst nämlich auch verkaufen können. Polymorph-Chips haben wir 76, ansonsten läuft da irgendwas über. Radertropfen sind aber 74, aus Treuscherben. Okay, wir müssen jetzt nicht unbedingt irgendwas verkaufen, passt alles. Problem ist, dass halt hier bei 99 Schluss ist. Das heißt, alle Items, die wir danach einsammeln, die schmeißen wir gleich automatisch wieder weg. Halt, das müssen wir einmal umdrehen. Und wir müssen in die andere Richtung. Aber halt, Blitzkar wird bei denen wahrscheinlich nichts bringen, aber Feuergar vielleicht. Ja gut, machen wir gleich nochmal. Okay, dann stellen wir uns kurz hier hin und geben schnell die Kristallpunkte aus. So, Sarah, was machen wir denn? Brecher, Verheerer, Verteidiger, da genau, wir haben beim Verteidiger angefangen. Da machen wir jetzt auch weiter. Einfach nur, damit wir da die Fertigkeiten auch bekommen. Das Kristallium erweitert sich. Jetzt dürfen wir irgendwie wieder einen Bonus oder so auswählen. Die Verheererfertigkeit Artemis-Pfeil lernen. Wäre natürlich nicht schlecht. Manipulator ist momentan nicht so wichtig, den können wir zur Not beim nächsten Mal auch holen. Accessoire ist auch nicht so schlimm. Ja, dann holen wir uns die Fertigkeit mal. Diese mächtige Verheererfertigkeit verbraucht einen vollen ATP-Balken und kann nur einmal pro Kampf verwendet werden. Okay, dann bin ich mal gespannt, was das so kann.
Schutzmantel, jetzt bleibt noch die Begnadigung. Das werden wir aber nicht ganz schaffen, denke ich mal. 650, nö. Schaffen wir nicht ganz. Aber dann hätten wir immerhin den Verteidiger schon mal fast voll. Zumindest wenn es um Fertigkeiten geht natürlich. Und uns bleibt dann nur noch der Augmentor mit den Fertigkeiten. Dann hätten wir nur... Da machen wir beim Augmentor weiter. Hier bekommen wir den Segen. Eine Autofertigkeit. Und ja, den Rest schmeißen wir jetzt erstmal im Verteidiger raus. Gut, damit haben wir das Kristallium auch hier erweitert. Wir könnten jetzt Meteospeer lernen. Wie schaut's da aus? Naja, so eine Rolle wäre vielleicht nicht schlecht, der Heiler, aber den könnten wir zur Not auch noch ein bisschen schieben. Ja, wir holen uns den Meteospeer. Diese mächtige Brecherfertigkeit verbraucht einen vollen OTP-Balken und kann nur einmal pro Kampf verwendet werden, also genauso wie die andere Verheerer-Attacke. Begnadigung, also auch eine Autofertigkeit. Den Verteidiger hätten wir jetzt voll und somit wären wir erstmal zumindest mit den Verteidigungen komplett. Das heißt, den Rest gebe ich jetzt einfach mal im Brecher aus. Einfach nur, weil das momentan die wichtigste Rolle ist für Noel. Okay, wie schaut's aus bei Munchkin? Da können wir jetzt erstmal nichts machen. Bukabu. Können wir ein bisschen weiter leveln. Und wie schaut's beim Drehwurz aus? Der hat dieselben. Geht's da weiter? Ja, okay. Wir geben erstmal die Sachen beim Drehwurz aus. Perfekt. Lebenskugel. Hier noch einmal. Oh, okay, gut. Da brauchen wir jetzt dann 6 Stück. Da zwei Bukabu aus. Kriegen wir da noch was unter? Nein, leider nicht. Gut, dann haben wir die auch wieder hochgelevelt und wir sind soweit. Lassen wir jetzt mal in die oberste Ebene schauen. Wie schaut es eigentlich Lebenspunkte technisch aus? Noel ist kurz vor 3000 und Sarah bei 2700 ungefähr. Obersten Ebene. Also wir wären eigentlich auch bereit, dass wir es mit dem Kaktor mal aufnehmen könnten. Ein Behemoth. Hatten wir ja auch schon länger nicht mehr das Vergnügen mit so einem Teil. Behemoth Gigant. Machen wir gleich den Outer Boy raus. Perfekt. Oh, jetzt hielt er sich gleich. Und er wird wieder stärker. Das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen und gegebenenfalls eine grüne Feste schalten. Okay, so viel zieht er uns gerade nicht ab. Kerberos, probieren wir es mal. Okay, ich dachte, er wäre schwieriger. Da sind wir aus 13 aber was anderes gewöhnt. Wenn es um Behemoths geht. Touren von Augusta, wir können uns frei bewegen. This must be the heart of the system. I know it's a machine, but it seems like it's almost breathing. If what Alyssa was telling us is true, Yule and Caius should be up here as well. Mm-hmm. But are they with us or against us? Sind sie für uns oder gegen uns? Ja, ich denke, das werden wir gleich herausfinden. Chocolina steht auf jeden Fall hier. Und wenn die da so da steht, heißt das eigentlich nichts Gutes.
So, drei Heiltränke. Dann rennen wir nochmal eine Runde. So wie es ausschaut, gibt es hier keine Monster mehr. Vielleicht finden wir ja doch nur ein Item. Eventuell auch mal wieder versteckt ist. Haben wir auch schon lange nichts mehr gefunden. Also versteckt im Sinn von, hey Mock, mach mal sichtbar. Nö. Schaut jetzt erstmal nicht danach aus. Okay, dann würde ich sagen, reden wir mit Chocolina. So for my lucky customers today, you get a big dose of spirit and zest along with your purchase. Das ist natürlich nicht schlecht. okay, da passt alles, da ist auch nichts neu. Accessoires braucht man nicht schauen. Gibt's jetzt da vielleicht schon Dreier-Komponenten? Leider immer nur noch Zweier. Ein Auge steigert die Wahrscheinlichkeit, gegnerische Handlungen zu unterbrechen. Kopftuch senkt die Wahrscheinlichkeit, während einer Handlung unterbrochen zu werden. Mhm. Und Blutwehr verringert Blutschaden. Das ist nicht schlecht. Allerdings kostet es 50. So viel haben wir gerade mal insgesamt an Kapazität. Heißt, das muss noch ein bisschen warten. Was ist das Minus? Verringert Blutschaden geringfügig. Okay, dafür wird es auch nur 30 kosten. Können wir allerdings erstmal ignorieren. Ja, dann würde ich mir diese Blutwehr holen, weil der Blutschaden ist nämlich schon allgemein am nervigsten. Okay, dann schauen wir mal nach oben. Wir könnten vorher aber mal kurz speichern. So, dann. Hallo Kaios, hallo Jul, vielleicht? Jul, are you on your own? Cool. I brought you this. Why? What should we do with it? You must protect the timeline. I saw you in Erebus. I trust you. I believe in you. We're in the same time as when we met in Erebus. So you're the same Yule. Yes. But who are you? Who are the Farseers? I am the Seeress of the oldest tribe on Pulse. My visions of the future are recorded and stored in the Oracle Drive. But that is long in the past. There is no more need to record the prophecies. I have Kaios now. What do you mean? He is tasked with protecting the Seeress and remembering her visions. Now and forever, he will remember the entire timeline. Kaios. He is beyond death. What? You mean he can't die ever? The Seeress possesses the eyes of Etro, and inside Kaios beats the heart of Chaos. The goddess has gifted him the curse of eternity. He is a guardian, and his mission is to protect the Seeress. The power to see the future is a terrible weapon. It can turn history into chaos. But then, I don't understand. Why are you helping us? I mean, you do know we're trying to change history, right? History has already been broken. The timeline had been twisted before I met you. The distortion leads to a future of death and destruction. If you change the future, you can change the past and correct the distortions. The miracle that saved Cocoon has already been altered. Uh-huh. Someone who is meant to survive did not come home. Someone who was meant to survive? You mean my sister? You do, don't you? You're saying that lightning shouldn't have disappeared that day. It was because the future was changed. So if we keep traveling through the gates and resolve all the paradoxes that are happening... Yeah. If you change the future again, the true past will be restored. The past that you still remember, Sarah. Together, the two of you can correct the timeline. Did you hear that, Noel? We've been doing the right thing all along.
Yes. Can you tell us something else? Someone has been laying traps for us inside this tower. Do you know who's behind it? Your enemy. It is here inside the tower. It has generated the contradictions that threaten you. The machine is sentient. A machine? So the Caius who we met earlier in academia, he was... An imitation created by the machine. And what about the other Caius? The one we saw in the tower? He is real. He brought me here. And when we are finished, he will take me away. Let's go. Yes, go. And please, let me see a new future. We'll do it. Good. Everyone is smiling. This is the future I wanted to see. This way.